Guten Morgen, ich bin in Holwerth am Fähranleger. Ich muss mich jetzt gleich erstmal ein bisschen orientieren. Und jetzt geht's ja, muss ich gucken, dass ich den Bus nach Leeuwarden finde. Und von da aus geht's dann über Dockum nach Lauvesoog und da müsste ich dann 9.10 Uhr sein. Jetzt ist es gerade mal 5.50 Uhr, 6.10 Uhr, also in 3 Stunden, über 3 Stunden noch. Und das waren jetzt 220 Kilometer hierher. Wir gucken aber mal eben. Also hier stehe ich so schön direkt. Sieht man das da oben? Ja, ne? Ja, hier steht mein Auto. Ja. Das ist schon ein Anblick. So, und wo ist jetzt? Da sieht man dann da hinten die Inseln gar nicht so weit weg. Irgendwie, ich war als Kind mal auf Ameland und ich glaube, da kann man... Ist das hier ein Tesla? Ja, ein Tesla. Und da kann man sogar irgendwie rüberlaufen. Folgendes Boot, 7.15 Uhr, wenn das da kommt. 7.05 Uhr fährt der Bus. Ja, meines Wissens haben wir ablaufendes Wasser. Ich bin mir aber nicht sicher. So sieht das hier auf der Busstation aus. Hier oben stehen überall, das ist sehr übersichtlich, sehr schön gemacht. So, dann haben wir hier Monitore. Hier oben kann man dann sehen, Station B. Und der Bus fährt in 21 Minuten. Ich bin wieder in, ja, wie heißt das hier, Lauvesoog. Wir fahren 301 Kilometer Anreise. Und dieses Mal ist irgendwie erheblich mehr los als letztes Mal. Kann auch sein, dass ich einfach zu spät bin, wegen dem ganzen Umsteigen. So, und dann geht es jetzt auf die Tour, 20 Kilometer. Und dann schauen wir mal. Holwerth, 22 Kilometer stand da gerade dran. Und hier oben. Ja, letzte Woche habe ich da von dem Fernglas ausgefilmt. Menschenmengen. Hier sind wir jetzt auf der Außenseite. Ich weiß nicht, welche Inseln man da so jetzt sieht. Aber von der Logik her müsste das eigentlich da Stiermonnikoog sein. Ja, und hier kommt man richtig... Da ist auch, wenn man sich das hier anguckt, alles geteert. Wow. Ja, da werden sie sich schon was bei gedacht haben. So, Wasserstand müssen wir mal beobachten. Aber wenn man hier mal guckt, hier ist feucht, dann da nicht. Also haben wir ablaufendes Wasser und ich meine, das hätte ich auch nachgeguckt.
schön, dass heute bewölkt ist. Problem bei dem Wetter, wenn es jetzt total sonnig wäre oder noch sonnig werden sollte, ich weiß es nicht, merkt man die Sonne nicht, wie die einem die Haut verbrennt. Es ist 10 Uhr. Ich stehe hier an so einer Tafel. Wir sind dort. Da bin ich gerade losgelaufen, da sind wir jetzt. Hier steht, dass dieser Deich erst 1969 gebaut wurde. So. Und da, Hollwert, hier oben steht das Auto. So, und da der erst 69 gebaut wurde, ist dieses hier so ein tiefer Dings. Das steht da im Wesentlichen drauf. Ja, so, machen wir mal. Trotzdem super schön, jetzt kommt die Sonne gerade raus. Also das ist definitiv da Schiermonnikoog. So, und da bin ich gerade unten an der Wasserlinie gelaufen. Ja, da am Sperrwerk habe ich die letzten Aufnahmen gemacht. So, hier sind zwei Parkplätze eingezeichnet. Da ist ein Parkplatz eingezeichnet und hier, ja, ich weiß, ich wusste aber nicht. Ja. So, und hier weiß ich jetzt noch nicht, wie es war, ob man auf der Deichkrone laufen kann. Ich glaube, ich probiere das mal. Momentan ist definitiv abfließendes Wasser, ablaufendes Wasser, also Ebbe. Das ist definitiv die Baustelle. Man sah von Weitem diesen Baustellenzaun. Ja, und hier ist auch ein Übertritt. Das geht also. Ja, mein Plan B wäre gewesen, da unten geht noch ein Weg lang. Und ich habe jetzt im GPS nachgeguckt, die treffen sich auch hinten wieder. Ist fast die Überlegung, ob das nicht von vornherein die einfachere Lösung wäre. Weil da geht das wieder los, wie ich schon manche Schafherde habe jagen müssen. Und Schafe. Mitunter ziemlich lästig. Da ich ja, das wisst ihr ja, öfter mal auf dem Deich laufe. Ja. Genau die Scheiße. Ah doch, die scheint doch ein bisschen intelligenter sein. Es ist 11 Uhr. Ich war gerade wieder ganz intelligent. Ich war nämlich da oben auf dem Deich. Da hätten wir jetzt noch einen super schönen Blick gehabt. Aber ich laufe jetzt nicht extra wieder hoch. Da ist mir heute nicht der Sinn nach. Die ganze Zeit der Kampf da oben mit den dämlichen Schafen. So, und hier gehen wir jetzt mal so ein bisschen ins Hinterland. Ja. So, gucken mal. Ja, das sind die Dinger, die ich immer so mag. Runde Andelin, ja, die ich immer so mag. Ich habe jetzt beschlossen, dass ich mich auch mal so ein bisschen an den Weg einfach halte. Man könnte sicherlich auf dem Deich auch noch weiter, aber das weiß man nie, ob man da nicht irgendwann vor einer Deichunterbrechung steht oder so. Hier sind wir jetzt wieder 11.30 Uhr, hier sind wir wieder auf dem Deich. Es sind jetzt noch gut 12 Kilometer Luftlinie bis Hollwert. Ölplattform, ja. Da hinten waren wir auf der Brücke, da sind wir losgelaufen. Hier sind relativ viele Menschen. Hier ist irgendein Denkmal, da war 1800 und sind dann Fischer ertrunken. Das ist ein Fernglas, das darf man sogar kostenlos benutzen. Okay, ich denke aber trotzdem mal, dass jetzt mal hier unten. Gucke, ob das geht.
Ja, und genau, und wirklich auf dem Deich. Das muss eigentlich ein Armeland sein. Wasser läuft weiterhin ab. Das muss da hinten für Manicoke sein, würde ich vermuten. So allmählich sind wir so weit weg, dass man auch laufen so, nicht mehr wirklich sieht. Ich weiß nicht, ob die Kamera das kann. Ich wundere mich, dass da unten so viele Autos stehen. Ja, und dann sehe ich hier die Treppe. Da unten ist auch nochmal so ein Übertritt. Ich denke, wofür? Und dann sehe ich da die ganzen Spuren im Watt. Und ist das da hinten eine Wandergruppe, die eine Wattwanderung machen? Und das finde ich auch so toll. Die Kirche sehe ich schon. Kilometer laufe ich da schon auf diese Kirche zu. Die sieht man. Die erste, die anderen 2, 3, 4, weiß ich nicht, 5 habe ich gesehen. Hier steht was wieder von irgendwelchen Stürmen. Das ist diese Insel, wo die hinwollen. So, meine Wattwanderung kann ich hier jetzt mit dem Fernglas beobachten. Die sind da hinten. Aber eine wirkliche Richtung kann ich nicht so einfach ausmachen. Ich weiß nicht, ob die. Ne? Aber steht hier auch nochmal drauf, Wattwanderungen seien sehr gefährlich. So, wir gucken mal eben. 5. Also muss das da oben Helgoland. Ist das dann da? So, wirklich habe ich das immer noch nicht verstanden. Eigentlich muss das geradeaus dann ja von der Logik her Helgoland sein. Und da kann man aber hier nicht hin. Als Wattwanderung, hier sind wohl tiefe Wasserstellen eingezeichnet. Aber hier nach diesem Engelspfad, da wollen sie alle hin. Wobei ich das auch vorziehen würde dann. Es muss da hinten die Bohrinsel sein, die man da sieht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Wattwanderergruppe da. Naja, also. Ja, die Kirche ist auch jemand Besonderes. Die hat wohl früher mal mitten im Dings gestanden. Ja, und das muss wohl früher mal eine Warft gewesen sein, wie es die in Nordfriesland auch gibt. Sonst ist das hier einfach schön. So, hier steht was, aber nur auf Niederländisch zu diesen Baustellen, wo wir da gerade am Anfang drin waren. Ja. So, gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also weit ist Hollwert eigentlich nicht mehr weg. 14.50 Uhr, hier habe ich gerade gesessen, schön gemütlich Pause gemacht. Was ich euch jetzt mal zeigen wollte, war, das ist der alte Deich. Da oben steht gleich ein Schild. So, und das da ist der neue Deich. Und wenn man hier so sitzt, das ist, da wird einem dann klar, dass man, hier hinten rum ist nicht viel zu sehen. Wie gesagt, das Wesentliche ist, wenn man hier so sitzt und diesen Ausblick auf diesen Deich hat. Ne? Also wenn da ein Wanderer kommt, den kannst du quasi Stunden vorher, ja Stunden nicht, aber die ganzen Kilometer von dem Busch da hinten
bis hier kannst du den quasi kommen sehen. So, da oben steht wieder so ein Schild. Und da stand dann drauf, dass der alte Deich irgendwie 4 Meter und der neue 8 Meter hoch ist oder irgendwie so. Und dass dieser 8 Meter hohe Deich doch ein absoluter Schutz ist vor allen möglichen Unwettern. Vor Klimaerwärmung scheinen die, ich weiß nicht, wie alt die Schilder sein müssen. So. Ach, muss ich der alte Mann diese Treppe hochquälen? Ja. Ja, hier oben sieht die Sache jetzt so aus. Da ist immer noch ziemlich warm. Das ist die Bank, wo ich gerade gesessen habe, wenn man das eine Bank nennen will. Ja. So, wir kommen da hinten dieser Insel näher. Das muss Parmeland sein. Ja, es sind jetzt ungefähr noch 6 Kilometer bis zum Fernleger. Luftlinie. Ich gehe davon aus, dass es in Wirklichkeit 7 oder sogar 8 sind. Also noch wenigstens 2 Stunden. Wann hatte ich gesagt, wie spät ist es jetzt gerade? 15 Uhr, also ungefähr 17 Uhr. Ja, das war ja auch so mein Ziel. Roundabout 18 Uhr wieder am Auto zu sein. Ja. Was mir ein bisschen Gedanken macht, ist nächste Woche dann. Ja, oder je nachdem, wenn noch was dazwischen kommt, vielleicht auch übernächste Woche. Weil das wird dann ja wieder über 30 Kilometer langes Stück werden. Und so Grogi und K.O. Ja, mal sehen. Wird sich alles finden. So, dramatischer Akt. Jetzt ist 15 Uhr. Da bin ich gekommen und da unten ist die Parkbank, da hinten, da darüber. Und da sieht man schön, von da aus hätte man jetzt hier jemanden, der auf dem Deich gekommen wäre, sehr gut sehen können. Ja, das da ist der alte Deich. Ja, und das hier ist der neue. Da hinten, das muss jetzt der Fernleger sein, den man schon wieder sehen kann. Und dann sehen wir noch gut, nur noch 5, 6 Kilometer, 6, 7. Ja, so um die 6 Kilometer weit weg ist. Und das ist jetzt definitiv Parmeland. Das kann nichts anderes mehr sein. Ja, ja, die Radfahrer haben eigentlich nichts davon, weil wenn man da unten läuft, das hat nicht mehr ein anderes Video zu. Kann ich euch auch ein Video zu reinlegen? Da hat man ja nichts davon. Es ist 15 Uhr. Das da ist der Fähranleger nach Parmeland rüber. Unterwegs war noch so ein... Ja, und das ist dann definitiv jetzt Parmeland, was man da sieht. Unterwegs hat es ein bisschen gedieselt und da war so ein, genieselt. Und da war so ein Fernrohr, aber da konnte man nicht viel sehen. Man konnte den Fähranleger erahnen, ja, aber mehr nicht. Was ist das? Da liegt eine Pipeline und da ist eine merkwürdige Brücke.
So, und das da ist Hollwert. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und das sind die Parkplätze P2 und Not P2. Also Not P2, was damit auf sich hat, das ist ein Privater, der genau da ist, wo auch P2 ist. Ja, hätte man auch nehmen können, dann hätte man zum Provinzialweg nach Hollwert reinlaufen müssen. Wäre eventuell die bessere Alternative gewesen. Na gut, heute Morgen so viel Zeit hatte ich eigentlich nicht. Weiß man nicht. Dann wäre aber jetzt der Weg dahin, ist lange nicht so weit wie der Weg dahin. Aber der Weg dahin zum Fernleger ist mit Sicherheit der schönere. Ja. So, wobei ich noch nicht ganz weiß. 1000 Meter jetzt noch, bis wir den E9 verlassen. Ah, ja doch, das könnte man durch das Fernrohr erahnen, dass da relativ viel Verkehr auf dem Fährdamm ist. War heute Morgen nichts. Aber gut, die Fähre hat auch gerade eben angelegt. So, dann noch mal einmal wieder das übliche Prozedere, Überstiegshilfe. Oh, hopp. Oh, hopp. Alter Mann muss drüber. Alter Mann muss klettern. Sein. Das ist moderne Kunst, das ist definitiv eine Frau und der zweite Sockel ist dafür da, da soll noch eine zweite Frau kommen, an der der Künstler gerade arbeitet. Ja, in Nordkorea darf man Statuen ja nicht von hinten fotografieren, aber wir sind ja nicht in Nordkorea. Weiß ich nicht. Jan Ketteler Bündel. Wir folgen jetzt aber unserem E9. Und so ganz intuitiv würde ich sagen, wir nehmen diesen Weg hier. Ja. Tatsache, die Fähre. Eine optische Täuschung. Ich habe doch heute Morgen die Fähre auch kommen sehen, aber die fuhr doch nicht so weit. Ja gut, kann sein, dass jetzt ist Ebbe. Ich glaube, wir haben sogar 15.30 Uhr so gut wie niedrig Wasser. Ich bin mal gespannt, wie das da gleich aussieht. Und ich bin mal gespannt, wie weit das jetzt noch ist. Da oben ist keine Überstiegshilfe. Mal gucken, wie wir hier jetzt rauskommen. Ah, da unten ist aber eine. So, und hier ist einer der ganz wenigen. Also es waren nicht viele Markierungen unterwegs. Aber es ging auch immer nur auf dem Deich. Also da gibt es jetzt nichts, was als Beschwerdegrund herhalten könnte. Ich meine, meckern können wir natürlich immer. Das versteht sich von alleine. So. Ein letztes Mal klettern für heute. Oh. Oh.
bis hierher waren das jetzt 22,83 Kilometer und ich war 5,5 Stunden unterwegs und habe 1,5 Stunden Pause gemacht mit 4 km/h und 3 km/h Gesamtschnitt. So ganz grob die Daten. Machen wir im Auto gleich sowieso nochmal. Ach, was ist denn das hier? Aha. Luftlinie sind es jetzt bis zum Auto 1,7 Kilometer, noch fast 2 Kilometer. Es ist ja 16.25 Uhr, also wird es doch 17 Uhr realistisch sein. Aber ich bin gerade am Überlegen, wie geht der Weg denn da jetzt eigentlich weiter? Der geht da irgendwie rüber. Der geht doch nicht durchs Watt. Naja, so, also es ist realistisch 17 Uhr, bis ich am Auto bin. Das ist ganz gut, ja. Momentan bin ich so top drauf wieder. Nach der Pause da auf der Bank geht es mir wieder richtig super. Hier kommen die technischen Daten. 24,7 Kilometer. Es ist 16.53 Uhr, 4,1 km/h in Bewegung, 3,2 km/h Gesamtschnitt, 0 Meter über normal 0, 5 Stunden und 59 Minuten in Bewegung, 1 Stunde und 38 Minuten im Stand. So, ja, wie war die Wanderung? Super schön. Ausflaggung, die Frage stellt sich nicht erforderlich. Da, wo eine Markierung gebraucht wurde, war auch eine. Aber man hat das ja im Prinzip immer auf dem Deich ging. Da war dieses eine kleine Dorf, Winsum oder so, wie das hieß. Da waren dann auch Markierungen und dann ganz hier zum Schluss oben am Dings waren, na, das Navi, andere Navi will gerade nicht so, wie ich wohl will. Da waren dann auch wieder Markierungen. Nächstes Ziel ist jetzt Parkhaus bezahlen, irgendwie 5 Euro, 5,50 Euro für den ganzen Tag. Und der Akku ist heute auch total runter. Ich habe das erste Mal mit 50p aufgenommen. Mal gucken, ob das jetzt das Rendern auf 4K DCI erleichtert. Mal sehen, was das gibt. Ich sag mal, bis dahin. Tschüss. Ja, jetzt probiere ich mal mit dem GoPros der Akku alle. Ja, wie gesagt, hier war ich ja heute Morgen schon und da war hier noch Straße. So. Und da war hier ja noch alles voll Wasser, richtig. Wasser ist jetzt abgelaufen. Und das ist der Bus 66, mit dem sind wir heute Morgen gefahren. Das ist Rollwert. Ja, das wollte ich nochmal eben zeigen, den Unterschied von heute Morgen zu jetzt. Ich weiß, es ist mit dem Handy jetzt nicht glücklich gewählt, aber ich war einfach zu faul, bei der GoPro den Akku zu wechseln. Und ich muss doch sagen, also die 50 Bilder, die gehen doch ganz schön, das merkst du. Am Akkuverbrauch merke ich das auf jeden Fall. Ob ich da dauerhaft bei 50p bleiben kann, wird sich zeigen. So, jetzt wollte ich noch mal gucken, wo geht's denn da vorne eigentlich hin? So, da ist die Fähre, die müsste aber gerade auf dem Weg nach Ameland eigentlich sein. Oder, ne Moment, da stand irgendwas dran, 17 Uhr und 10 Minuten zu spät oder so. Dann könnte es also doch dieser Nick, dass die hier kommt. Hier sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Wusste ich nicht, dass man hier so gemütlich drauf gucken kann. Ach, das ist das Schnellboot.
So, auch hier. Und hier den Blick. Die sollen alle auf das Boot. Ich würde sagen, das ist ja gleich voll. Da geht doch etliches drauf.